Da ruft einer an um 8:30 abends. Hallo? Ja, Hallo? hallo? Grüß Gott. Herr Bankiran, Ja, wer ist da? Sie doch kann? Grüß Gott, Frau Jessica Sommer ist mein Name, ja? Ja? Also, Sie haben eine Vormerkung gemacht auf unserer Homepage und ich versuche die ganze Zeit, Sie zu kontaktieren, ja? Ist 8:30 Im Abend. Lieferservicebereich. Bitte? Ich sage, es ist 8:30 Abend. Ja, ich kann leider hier nicht sehen, ja, wann das gemacht worden ist von Ihrer Seite, ja? Ich sage, sehr spät Uhrzeit, warum noch arbeiten? Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Normalerweise bekomme ich das ja gesehen, wann die Vormerkung gemacht worden ist von der Uhrzeit her, Frau damit das nicht Merkel? passiert, Herr Mankira. Ja, ist okay. Was ist Kann ich mit mich Frau morgen Merkel? noch mal melden? Nee, Ja, da von alle gut. Ihrer Seite, auf unserer Homepage, Ich gehe ja? jetzt zu Hause, okay? Sie sind zu Hause? Ja? Okay, Sie sind zu Hause oder Sie fahren nach Hause? Nee, ich bin zu Hause, bei meiner Heimat, Oh, okay? Bei meinem Dorf. okay. Verstehe, verstehe. Wäre es besser, wenn ich mich morgen Nachmittag melde und das Na, hier, das. Ja, bitte? nein, dann muss ich wieder arbeiten. Wann hätten Sie Zeit, damit ich Jetzt. das hier mal. Bitte? Jetzt gleich. Jetzt Arbeit, okay? Sie sind jetzt in der Arbeit. Nein, zu Hause. Okay, hätten Sie jetzt Zeit, hier Ja. mit mir online das zu machen, Herr Bankiran, wie bekannt? Was soll man machen? Ja, Sie haben sich vorgemerkt bei uns auf Online-Trading, beziehungsweise auf die Firma Octagon, ja? Octopus? What? Genau, Octagon. Ja? Octagontrading.com, genau, ja? Sie haben sich aber nicht registriert. Sie hätten einen Bonus bei uns von 250 Euro, ja? Oh, Bonus, sehr gut. Ja, eine Bonus von 250 Euro. Sie haben keine Registrierung gemacht, ja, nur eine Vormerkung. Ja. Und deswegen, genau. Weil Und deswegen Registration, ich habe ich. nicht verstanden, den Registration-Dings da, okay. Bitte, Bitte? ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Und ich habe gesagt, ich nicht verstanden, was machen. Ja, Sie haben, Sie wissen, was Online-Trading ist, ja? Ja, natürlich. Genau, also Sie haben eine Vormerkung gemacht auf unserer Homepage. Was heißt Ja? Vermerkung? Was bedeutet? Eine Vermerkung, Sie haben sich die Internetseite angeschaut und Sie fanden es interessant. Sie haben eine E-Mail-Adresse hinterlassen. Ja, Name Ja, und ja. Telefonnummer. Ja, ich Genau, weiß. und deswegen, rufe ich Sie an, ja? Ja. Weil ich würde Sie gerne registrieren, um das fertig zu beenden, Herr Bankiran, die Lokalen. Ja, Sie sehr gut meinen Namen sagen. Ich habe mich schwer getan, ha? Ja, aber Aber ich Sie habe sehr gut machen. Sie sehr gut machen. es Oh, geschafft. Danke. Danke, 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 ja? Wie dein Name? Also, Sag mir, wie dein Name? Sommer, Jessica Sommer. Sommer, Bitte oh, Sommer. freut mich sehr. Sehr freuen, ihr kennenlernen zu machen. Danke, danke ebenfalls, ja, Herr Wakil an die Lokalen. Ja, sehr Ja, freundlich. Das ist sehr freundlich. bitte? Ja? Dankeschön, danke. Ja. Haben Sie die Möglichkeit gerade, dass Sie online gehen auf unsere Homepage und das zu beenden? Was soll ich machen? Wäre das möglich? Auf unsere Homepage gehen, ja? Octagontrade.com. Dass Sie da reingehen, kurz bitte. Soll ich bei Computer gucken? Ja, bitte gerne. Ja, das wäre super. Ja, einen Moment, Computer anmachen. Sie noch wie, wo Sie Firma haben? Das ist Online-Trading-Firma. Ja, wir haben Ja, verschiedenen Orte. wo? Ja, in den USA, in UK, in der Schweiz, in Deutschland, in Ja, aber Sie Österreich. können nur bei einem Raum bei einer Zeit kommen. Wo sind Sie jetzt? Bei welchem Raum? Bei roter Raum oder blauer Raum? Ich bin in Oktagon, ich bin in Deutschland. In Deutschland. Aber Sie können so spät noch Ja. arbeiten bei Deutschland? Normalerweise arbeite ich bis 22:30 Uhr, ja, im So spät? Lieferservicebereich. Ja, Oh. das ist normal, weil sehr viele Kunden online gehen, immer zu spät, ja. Oh, Und weil dann, Menschen wenn die so viel bei Leute, Internet genau. machen?
Ja, oh ja, sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. No. Und ich bin dafür, ja, ich bin dafür zuständig, die Leute anzurufen und ihnen mitzuteilen, dass wegen dem Bonus, was wir da haben, ihnen zu helfen, zu registrieren auf unserer Homepage, ja, Oh, das ihnen ist zu so sehr helfen, alles zu freundlich, ja. erklären. Sehr freundlich. Ich mache das gerne, ja, es gefällt mir, ja, Na, man geht an die ist Lokalen. das eine gute Arbeit? Ja, doch, es Ja, gefällt mir sehr, das man, ist ja, sehr doch, gut. doch. Mit vieles, vieles nettes Ja. Menschen auch reden oder vieles auch schlechte Menschen? Beides. Beides, weil normalerweise, ja, wenn man oft eine Person anruft, ja, um ihn zu informieren, dass eigentlich ein Bonus bei uns haben, ja, die Leute glauben, mein Gott, was wollen sie von mir? Gut. Ja, sie belästigen mich, sagen die Leute, oh mein Gott, das ist schrecklich, Wer ja. hat Sie belästigen? Gegen den Schlangen. Ja, viele Leute am Telefon, ja, nein, sie nicht, ja. Viele Leute am Telefon sind nicht so nett. Nein, nicht nett machen. Aber wer hat Sie belästigen? Nein. Wer hat das machen? Naja, es gibt Leute am Telefon, die nicht so toll sind, ja, die sind nicht so super drauf sind. Und die Sie Es gibt Leute, Belästigung die sehr, machen? sehr nett sind. Ja, naja, ich selber würde sagen, ja, es gibt Uhrzeiten, wo man eigentlich wirklich nicht anrufen sollte, aber das ist meine Arbeit, ja. Ja, aber ich Es meine, kann Sie sein. sagen, dass ein Menschen Sie hat Belästigung bei Sie machen? Ja, Hallo? das kommt oft vor, wenn die Leute sagen, mein, so Schimpfwörter, ja, das Oh ist nicht so mein super. Gott. Das, nee, Das das ist kann nicht man ja schön, nicht, das ja. darf man ja nicht machen, weil den heilige Kuh, der wird sehr weinen. Ja, das ist nicht toll, ja, aber naja, man kann einfach nicht auf alles hören. Wie Nein, gesagt, das. ich mache nur meine Arbeit, ja, das ist Ja. so. Aber dann Ja, und eine keine Frage hätte böse ich. Menschen, die nicht gut geben. Es gibt gute Menschen, es gibt auch schlechte Menschen. Ja, sehr viel schlechte Ja. Menschen bei der Welt geben, right? Die nicht gar nicht gut. Ja, Sie sind aus India. Ich bin aus Indien, ja. Ja, also indische Leute sind sehr, sehr pazifisch, sehr relaxed immer. Ja, und wo Sie Wirklich. herkommen? Das. Meine Eltern, also meine Mutter ist aus der Dominikanischen Republik und mein Vater ist Österreicher. Ich bin in Österreich geboren. Oh, okay. Ja, Das ist sehr ja, schön. Ich ja. sehr für Sie freuen. Danke, danke. Aber ich hätte Oh. eine Frage, Ja, Herr bitte. Bankirandi Dokan, ja? Und zwar, haben Sie da Erfahrung in Online-Trading? Nein, Ja, weil nein. ich nehme an, Sie haben. Nein, noch nicht? Ich bei Okay, den, okay. wie sage mal, Internet. Ja, Internet gucken. Ja. Was funktionieren, wie machen, aber nicht verstanden. Okay, das funktioniert so, ja? Normalerweise, Sie haben sich fortgemerkt auf unserer Homepage, ja? Dann, ich versuche sie zu registrieren, wenn sie möchten, ja, und sie machen eine erste Investition von 250 Euro, ja. Ja. Das kann erfolgen durch Überweisung oder durch eine Kreditkarte, Mastercard am besten oder Visa. Das ist absolut kein Problem, ja. Keine Und Problem. wenn sie diese, nein, das ist kein Problem. Mastercard oder Visa, internationale Überweisung, das ist kein Problem, ja, das geht sofort. Und dann, wenn Sie diese erste Investition machen bei uns von 250 Euro, das ist das Minimum, dann bekommen Sie den gleichen Betrag gutgeschrieben. Ja, das Vertrag? heißt, Sie bezahlen den gleichen Betrag gutgeschrieben, ja. Das heißt, Was Sie bedeuten? registrieren sich mit 250 Euro und diesen Bonus, ja, was Sie von uns bekommen, weil Sie sich vorgemerkt haben auf unserer Homepage, wird Ihnen automatisch aktiviert Oh. auf Ihre Account. Genau, so funktioniert das. Da haben Sie die Möglichkeit, ja, mit insgesamt 500 Euro, ja, 500 als Eulen? Startgeld, genau, Euro. Eule? 500 Euro. 500 Euro. Ich denke schon, Als warum Start. Eule sagen? Nein, 500 Sie Euro. kennen Eule, ja, Aul, den Tieren. Nein. Nein. Also haben Sie die Möglichkeit, dass Sie auf Ihrem PC vielleicht einmal kurz gehen, auf unsere Homepage? Ha? Ja, Ihr Computer anmachen. Okay, bitte, ja. Dann gehen Sie vielleicht auf octagontrade.com. Wie Bitte rein. schreiben? Also Otto Ja. Cäsar Ja.
Theodor. Ja. Anton. Ja. Gustav. Ja. Otto. Ja. Nordpol. Ja. Theodor Richard. Ja. Anton Dora. Ja. Emil. Emil. Emil.com. Okay. Octagonstrade.com. Octagonstrade.com. Ja. Ein sehr schöner ja. Seite. Ja, okay. Sind Sie schon drauf? Ja, kann ich sehr, sehr gut schreiben. Okay, super. Okay, da gehe ich selber mit Ihnen einfach mal rein, damit wir gemeinsam das Ganze durchführen können. Ja? Ja. Also, Sie haben einen Demo-Account. Also, da gehen Sie da oben rechts, ja, auf Login. Login, ja. Genau, da geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und egal Ihre welche. Passwort. Und ich habe keine Passwort. Wobei, Ihre Seite machen. Moment mal. So, Moment mal. Okay, da gehen Sie oben auf... Verzeihung, Entschuldigung, das war mein Fehler. Was soll ich machen? Auf Anmelden, Entschuldigung. Auf Anmelden. Noch einmal Anmeldung machen. Ja, warte mal. Ja. Okay. Ja. Der Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummer. Ja, Gmail schreiben. Kein Problem. Ja, das ist kein Problem. Okay, super. Und dann, also unten steht ein Telefon, da Telefonnummer drauf mit dem Vorwahl. Ja, ich mache. Ich schreibe eine Sekunde. Okay, dann schreiben Sie ein Passwort und dann bestätigen Sie nochmal das Passwort. Zweimal bei die Schlüssel schreiben, ja? Ja, genau. Na gut. So, und dann kann man bei Sie eine Verkaufung machen, ja? Sagen Sie schon? Haben Sie sich schon angemeldet? Ihr Telefon reinschreiben. Okay. Aber Aktienkode, was kann man da machen? Ich will nicht haben. Alles, ja. Aktien können Sie kaufen, ja. Tesla, Siemens, Amazon. Nein. Unter wo ich Passwort das reinschreiben, da ist einen, da steht Aktionscode eingeben. Ich nicht wissen. Was bedeutet? Nein, noch nicht. Noch nicht. Einen Aktionscode haben Sie nicht, ja. Weil wir haben keine Aktionscode, ja. Aber da schreiben, Aktionscode soll ich reinschreiben. Ich habe keine haben. Nein, Sie brauchen da nicht, nein, absolut nichts hinschreiben. Okay. Einfach nur Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Vorwahl, Telefonnummer, Passwort ja. Und Passwort bestätigen. Und da stand E-Mail-Adresse schon vorhanden. Okay. Ein Moment, bitte mal, lassen Sie mich bitte kurz mal anschauen. Ich soll Sie anschauen, dann müssen Sie mir Bild schicken. Ja, Moment mal, ganz kurz. Oh. So, ich schaue mir das gerade an. Bitte bleiben Sie an der Leitung, ganz kurz. Ja, und kein Problem. Ich immer warten. Ich immer warten. Kein Problem, kein Problem. Oh. Dafür bin ich ja da. Also, jetzt bin ich gerade da. Bitte, Moment mal, fahren Sie an die Leitung. Was mit dem Ziegebock? Bleiben Sie bitte kurz an die Leitung, ja? Ganz kurz. Ja? Mit Ziegebock oder ohne Ziegebock? Ohne was? Entschuldigung? Ja, Ziegebock? Ja, das ist ja gut, mit Ziegenbock. Das habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Der Bankierer an die Rocker. Moment kurz. Ja, ich versuche das erst einmal was zu korrigieren hier online. Einen Moment bitte ganz kurz. Sie erst einmal machen? Bitte? Sie den erst einmal machen? Nein, noch nicht. Nein. Eigentlich nicht. Aber Sie wir jetzt, haben heute... Ich jetzt einloggen machen. Okay, ja, machen Sie das. Ja, bin drinnen.
Okay. Super, aber manchmal. Ja, aber ich kann Sie hier nicht online sehen. Sind Sie online jetzt? Moment ja, mal. Ich kann das Bewegung gucken bei Unterhose Jennen. Okay, super. Jetzt sehe ich Sie online. Perfekt. Sehen Sie? Jetzt war es alles. Also, jetzt sehe ich Sie genau. Dann können Sie da oben, ja, allgemein schauen Sie eigentlich die Homepage an. Sie haben ja gesagt, Sie haben da keine Erfahrung, aber Interesse an das Ganze, ja? Ja, mal gucken, weil wir ein Werkstatt vor blinden Menschen haben, weil die machen so Besenbürsten und wir jetzt vor Weihnachten wenig Aufträge haben und wir jetzt eine einmalige Bürgeranruf bei Hamburg machen und den Leute ganz lieb fragen, ob die was eine Bestellung machen. Aha, okay, schauen Sie her. Aber mit diesen 250 Euro Erstzahlung, ja, das ist eine einmalige Zahlung, die Sie tätigen, ja. Ein Ente? Und wie gesagt, es ist eine einmalige Zahlung von 250 Euro, ja. Ja. Das ist eine Investition. Ja, genau, und dann können Sie drei Besenstück kriegen. Wir haben Kokosbesen, Straßenbesen. Zwei Besenstück. Ja. Aber für alle glatten Flecken, innen und außen. Ja, Sie haben ein gutes Angebot, ja? Ja, natürlich. Aber bei uns haben sehr wir gut. Eine bessere Angebot. Möchten Sie etwas anfertigen lassen bei unseren Blinden? Das weiß ich noch nicht, ja. Müsste ich mich erstmal im Nachhinein, nach der Arbeit, dann ein bisschen Ihre Homepage auch anschauen. Das ist absolut kein Problem. Ja, ja, das ist kein Problem. Aber bei uns zum Beispiel, ja, ist das so mit Ihrer 250 Euro Erstinvestition, wie ich vorhin gesagt habe, ja, bekommen Sie den gleichen Betrag. Gut geschrieben, ja. Gleichen Betrag heißt 250 Euro Konto aktivieren, 250 Euro bekommen Sie von uns, ja. Dann haben Sie insgesamt 500, ja. Also. Ja, und das kann man dann, wird dann Discount geben. A Discount? Ja, oder nicht? Nein, wir schenken Ihnen diese 250 Euro, damit Sie eine Woche, zwei Wochen schnuppern können. Damit Sie sehen, was soll ich machen? Schnupfen? Ich wünsche gute Besserung. Ha? Nein, das habe ich ab und zu eigentlich. Ja, heute nicht. Ja, aber heute habe ich keine Schnupfen. Sie sagen, Sie zwei Wochen Schnupfen haben. Nein. Sie können zwei Wochen, 1 bis 2 Wochen bei uns schnuppern. Ja? Nee, ich will nicht krank werden. Nein, das möchte ich auch nicht, dass Sie krank werden. Ja? Aber warum Sie solche sagen? Ich glaube, das ist ein akustisches Problem vielleicht meiner Seite, ja. What? Also, welche Zahlungsmittel möchten Sie benutzen, bitte, Herr Bankirandirokan? Was wollen wir machen? Welche Zahlungsmittel möchten Sie benutzen? Das ist mir egal. Ja, so wie Sie da brauchen. Okay. Bitte? Ha? Das ist Ihre Entscheidung. Wie gesagt, mit der Kreditkarte kann man das eigentlich eher am besten machen. Ja, okay, das ist kein Problem. Sie dann Nummer und Adresse geben und dann kann ich Sie den Handtuchpaket schicken. Das ist dann Gäste und Duschtuch und dann haben Sie den kompletten Bedarf an Textilien. Okay, aber das brauche ich nicht, ja? Ja. Wir reden gerade momentan von der Homepage. Problem. Ja. Nein, okay. Also, ja, wir sind gerade hier bei der Homepage, ja? Möchten Sie die Erstzahlung tätigen, Herr Bankirandirokan? Ja. Können Sie auch PayPal machen? Also, bitte? PayPal machen? Mit PayPal? Also, PayPal mit PayPal funktioniert nicht. Also, normalerweise funktioniert mit Mastercard, mit Visa und einer Überweisung. Okay, alle haben. Nee, kein Problem, ich bei Sie gerichtet machen. Hinrichtung machen. Okay. Und welche möchten Sie? Meerschweinchen? Ha? Bitte? What? Internetbanking. Ja, können wir machen. Ich brauche dann einmal bitte Ihre Kontonummer. Moment mal. So.
Können wir das Ganze zu Ihrer und meiner Sicherheit aufgezeichnet machen? Ja? Ja, gut. Ja. Also, möchten Sie das mit der Kreditkarte oder möchten Sie das machen? Ja. Für Bankieren, die du kannst. Ja. Ja, also wenn Sie oben rechts reingehen, ja? Ja. Da können Sie eigentlich auf Einzahlung drücken, ja, und da erscheinen reindrücken verschiedene Zahlungsmittel. Drücken Sie auf Einzahlung, rechts oben. Oben rechts drücken, ja, ja. Genau, und dann erscheint da, ja, erscheinen eigentlich die Zahlungsmittel. Dann drücken Sie auf Kreditkarte, beziehungsweise auf Mastercard. Okay, warte mal. Genau. Was ist PayTrust 88? Das klingt nach die Fura. Also das erste, ja, erscheint eine Karte. Das zweite sind Kreditkarten. Und auf dem zweiten... Ja, ich drauf drücken. Drücken Sie bitte. Genau. Und da erscheint Mastercard. Ja, das ist ein Ladung machen. Der Computer hat es sehr langsam. Weil ich schon so viele Leute durch Kakao gezogen und das viel Raum brauchen, ja? Ja, bei mir heute wirklich am Hintergrund, ja, das ist ein bisschen laut. Ein Arbeitskollege hat Geburtstag. Ja, aber der muss ja zu Hause Party machen, nicht bei Arbeit. Nein, es ist hier keine Party. Normalerweise, wenn jemand Geburtstag hat, alle Arbeitskollegen bezahlen ein bisschen was dazu und dann schenken ihnen einen Kuchen, ja, und dann singen ihnen Happy Birthday und so weiter, ja. Oh. Das ist üblich, doch, doch. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Freundlichkeit. Ja, eine gute Mitarbeit, wie sagt man, eine gute Gemeinschaft ist wirklich gut, ja. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, ja, right? Das ist sehr, sehr wichtig, ja. Ja, weil man muss ja gerne bei den Arbeiterblättern kommen. Weißt du, wenn man schon, man sagt ja immer mit Gehangen, mit Gefangen. Weißt du, wenn man schon bei 60 Jahren bei Knast kommen, dann muss man ja gute Party zusammen machen. Nein, ich mache eigentlich keine Party, nein. Ich mache keine Party, ich muss leider arbeiten. Oh, ist ja kein gut Arbeit? Doch, doch, das ist schon okay. Das ist schon okay, sehr lang, ja. Sehr lange Arbeitszeiten. Wer hat aber einen langen? Okay. Das Kollege, wo hat Geburtstag? Lange Arbeitszeiten, bitte? Ich sagte lange Arbeitszeiten, ja, aber es ist schon okay. Ja gut, denen bei einer gute Geld geben? Oder nicht gut? Doch, doch, man bekommt hier sehr gut bezahlt, ja, ja? Damit bin ich sehr zufrieden, doch, ja. Die bei Stunden bezahlen oder bei Provision machen? Nein, Monatslohn, ganz normaler Monatslohn. Zum Beispiel, ja, also wenn ich Sie werbe für unsere Plattform, ja, ja, und wenn Sie Geld mit uns verdienen, dann verdiene ich von dem, was Sie verdienen, ja. Ah, oh, okay. Doch, ja. Ja, kleines Kommission kann ich das sagen. Doch, doch, kann ich das doch bestätigen, dass es so ist, ja. Deswegen ist mir wichtig, ja, wenn die Leute sich bei mir registrieren und eine Erstinvestition machen, egal ob klein oder groß, mir ist schon wichtig, dass sie was dazu verdienen. Ja, ja, das ist auch sehr wichtig, weil bei uns ist ja auch, wir können auch mit Bitcoin, Visa oder Mastercard machen, weil wir sind ja eine seriöse, ja, Blindenwerkstatt von den Maulwurf und Dragonwurm Seehilfe mit Lizenznummer 4711 bei Handelsregistrung, okay? Würde sehr, okay, sehr seriöse Firma machen und wird keine Probleme, ja, mit Maulwürfen geben. Ja, bei uns auch kein Problem bis jetzt, Gott sei Dank, ja. Sehr also gut. Also ich arbeite seit 11 Jahren für diese Firma, ja. So lange? Und das ist sehr gut. Ja. Da sind Sie auch fast, ja, einer Maulwurf. Oh, 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 oh. Kennen Sie Maulwurf? Natürlich kenne ich einen Maulwurf. Wen kennen? Ein Maulwurf, sagten Sie. Ja, ja. Kennen Sie Herrn Maulwurf? Hans Maulwurf? Nein, nein. Oh, ich dachte, Sie kennen. Nein, nein, kenne ich nicht. Denn ein Comedian, deutscher Comedian. Wissen Sie, ich schaue mir eigentlich nicht so viel Fernsehen. Ich schaue mir eigentlich eher österreichische und dominikanische Fernsehen. Schaue mir schon ab und zu an, ja. Ne, ja, kein ab YouTube? Und zu, keine immer. YouTube gucken? Ab und zu, naja, ich habe nicht so viel Freizeit, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Aber ja, sagen Sie mir, wie weit Sie sind jetzt momentan mit der Kreditkarte. Ich draufklicken, jetzt warten, was soll ich machen?
Weil ich muss ja Adresse von Sie haben, ja? Also haben Sie schon gedrückt, dann geben Sie eigentlich Ihre Daten selber rein, ja. Also Kreditkartennummer, ja. Okay. Ablaufdatum. Ja. Aber von Ihres, genau. Von Ihres Karte muss man dann nehmen? Bitte? Ha? Weil dann muss ich ja den, den Becher auch dann schicken. Nein, Sie müssen die Nummer von Ihrer Kreditkarte reingeben, ja? Nein, Sie wollten das, den Krokusstraßebesen was von Blinden gemacht, ja? Sie den 3 Stück kaufen. Aha. Das kann ich mir später natürlich anschauen, das ist absolut kein Problem, ja? Ja. Aber beenden wir das bitte, dann erkläre ich Ihnen eigentlich den nächsten Schritt, ja? Beenden, also das ja. Wie weit sind Sie mit den Daten eingeben von Ihrer Kreditkarte, Herr Bankieran, Sie Rokan? Heute reinschreiben, ja? Sehr viele Reinschreiben machen. Mhm, okay. Aber da nicht steht, wo kann ich American Express eintragen? Immer nur Visa und Mastercard schreiben. Ja, Sie haben gesagt Mastercard, auf Mastercard drücken, ja? Nee, Sie sagen alle nehmen, ich American Express nehmen, aber nicht nehmen. Nein, nein, American Express nicht, nein. Aber warum nicht? Eine gute Karte. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber Sie 11 Jahre da arbeiten, Sie wissen. Nein, weil normalerweise die gängigsten Kreditkarten Gangster? Sind Visa Mastercard, die gängigsten, die geläufigsten. Ich darf ja? nicht wissen. Aber egal. Sie Mastercard gehen? Und Visa Card, ja. Der nicht gehen, Sie sagen, ja? Die gängigsten, also die was die Leute am meisten kennen, die was Leute am meisten benutzen. Ja, aber meine Karte jetzt nicht nehmen. Oder? Oder nicht nehmen? Nur Hallo? Das, was draufsteht. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben, also, was meinen Sie? Naja, von den Eulenschule. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Also da, wo den das den gelernt machen. Was? Gelernt machen? Das zur Benutzung machen. Bitte, Entschuldigung? Wir haben den Russisch nicht verstanden. Hallo? Ja? Wer ist da bitte? Ich habe sehr gut Russisch nicht verstanden. Hallo? Ja? Ja, hier ist... Nee, hier ist Dimitri. Shandib nicht versteht, was soll der machen, der mir Telefon geben. Er nicht verstanden. Okay. Hallo? Ja. Shandib, wer ist das? Das redet nicht mit mir. Hallo? Ja, Frau Jessica Sommer ist mein Name. Von ja, OctagonTrade.com. Auto? Ja. Ist Autoversicherung? Ah, diese Mistvögel.